Guten Tag, ich möchte Sie zu einem weiteren Tutorial für Steinmetz und Steinbildhauer begrüßen. Thema Fläche drehen und Mapping. Zeichnen Sie zunächst 2D den Grabstein Fläche drehen. Es müssen beide Hälften, hier links Magenta und rechts Blau, müssen komplett als Einzelteile gezeichnet werden und werden dann mit der Funktion Region zu einer Polylinie vereinigt. Es macht Sinn, die Layer hierfür auszuschalten. Das ist auch der Grund, warum zwei verschiedene farbige Layer verwendet wurden. So können ganz sauber verschieden die Formen markiert werden und ebenso verschieden extrudiert werden. Jetzt muss geschaut werden, wie dick der Stein in der technischen Zeichnung, in der Aufgabenstellung ist. 15 cm soll es sein im Original, 1 zu 1. Hier zunächst die von uns hintere Fläche, von uns aus gesehen hintere Fläche wird extrudiert. Jetzt kommt die Funktion Fläche drehen, bei Volumenkörper bearbeiten. Fläche markieren. Jetzt muss die Achse, um die gedreht wird, definiert werden. Hier dieser höchste Punkt oder diese Kante. Und in dem Fall minus 9 Grad, wie angegeben. Die zweite Fläche wird markiert, auch die Achse und hier im positiven Sinn 9 Grad. Jetzt kann das ganze Modell noch in die Perspektive versetzt werden. Rechte Maustaste bei dieser Funktion Orbit. Volumenkörper in Visualisieren umgeschaltet. Dann Materialbrowser anklicken. Das ist schon ein Global. Also eine Kugel, eine weiße Kugel mit einem Loch und Global vorhanden. Hier wird jetzt noch für das zweite Material unten auf diesen Kugel wieder das Pull-Down-Menü heruntergeblättert und auf Allgemeines Material geklickt. Es erscheint noch eine weitere Kugel, in dem Fall ist sie jetzt eben so anthrazitfarben. Unterhalb der Kugel, wenn die vergrößert aufgeht, finden wir kein Bild ausgewählt. Anklicken. Jetzt geht der normale Windows-Browser auf. Jetzt müssen Sie natürlich einen Ordner suchen mit Maps. Hier ein Migma-Tit, der auch dann benannt werden sollte.
jetzt auf das Bild klicken, um den Vergrößerungsfaktor, Skalierfaktor oder Samplegröße heißt es hier. 12 war eingestellt, ich wähle jetzt 80. Das muss man auch etwas ausprobieren, dass keine unschöne Kachelung entsteht oder das Material zu groß dargestellt ist. Hier für das zweite Material auch nochmal Global anklicken, dann kein Bild ausgewählt anklicken, das nächste Material ein Padang, weiß oder hell. Und hier wird dann in der Samplegröße 20 eingestellt, zweimal. Der Grabstein besteht nun aus zwei Steinmaterialien und 3D eben auch bearbeitet. Vielen Dank, bis zum nächsten Video.